Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir sind wieder hier zusammen. Heute diesmal sind wir leider nur zu dritt. Da oben steht der Jack Fleischhammer. Hallöchen, Popöchen, liebe Internetkicker. Außerdem dieser Nippity. Hallo, lieben. Und der liebe Velcry ist leider erkrankt, lässt sich entschuldigen. Gute Besserung an dieser Stelle. Der wird wir werden jetzt 2 Folgen ohne ihn machen und danach wird er wieder mit dabei sein. Dann sollte sich die Grippe hoffentlich wieder gelegt haben. Wichtig wäre noch, dass er auf diesem Wege nochmal der gelbe Schein verlangt wird. Den haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Airdrop. Oh, Airdrop, das ist... Hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Ja. Ja. Ich brauche auch mal Weapon Repair Kits. Haben wir welche? Oh, das war knapp. Die klopfen unserer Tür an. Ja, nicht mehr. Ich töte sie gerade. Unten an diesem Gang da. Macht nichts, ich mach sie gerade tot. Die kommen ja so schön nebeneinander rein, nacheinander. Genau. Das sollte die Wiese sein, glaube ich. Achso, du hörst noch was? Ja, Velcro hat die Seuche, da haben wir gesagt, können wir nicht machen, wir haben genügend Verseuchung. Die Ansteckungsgefahr. Ja, nachher laufen wir noch alle als Zombies rum, das ist ja auch doof. Wäre sehr bitter. Serendipity, kannst du dir den Bohrer holen? Ich bin hier oben. Ja. Oh, diese Massen an Leichen hier. Habt ihr denn die neuen Zombies gesehen? Oh, widerlich. Da kriege ich Albträume. Ja! Für diejenigen, von was ich spreche, und zwar Matt Mole hat ja diesen Entwicklerblog, wo er regelmäßig darüber berichtet, was sich denn Neues hier im Lande Nevis Gain tut. Und er hat letztens ein Update gebracht und hat gesagt, dass sie jetzt mehr Performance-Überschuss haben. Nee, wie sagt man das? Die haben jetzt mehr Ressourcen frei und deswegen haben sie mal die Zombies überarbeitet. Und das Bild müsst ihr euch angucken. Ich habe es auf Facebook gepostet. Sieht Hammer aus. Absolut. Also sieht wirklich richtig zum Fürchten. Widerlich, ja. Die Sache ist natürlich, dadurch, dass sie jetzt mehr Performance haben, machen sie natürlich auch mehr wahrscheinlich. Ne? Also wird das... Auf die gleiche Sache rauskommen. Ich denke, das wird sich, Nee, auf jeden Fall sieht es ja echt Hammer aus, die neuen Zombies. Geil. Muss man wirklich sagen. Ja. Geil. Ich freue mich richtig drauf. Ich brauche Weapon Repair Kits. Haben wir irgendwo welche? Oben müsste oben eine Kiste sein. Ja, müsste. Hier unsere kleine Schießscharte haben wir schon fast zu. Wir haben so, während wir hier die Aufnahmen gestartet haben, haben wir das oben ein bisschen zugezimmert. Wirklich, das Update wird der Hammer. Da bin ich von überzeugt. Und wenn die auch schreiben, dass sie jetzt neue Zombies drin haben und mehr Performance, oder besser gesagt mehr Performance deswegen Zombies, dann gehe ich auch davon aus, dass in der Alpha 11 sogar wahrscheinlich direkt die Dings kommen wird hier, die jetzt sag nicht mal Unity. Nee, so. Unity. Meinst du, die kommt schon? Meinst du wirklich? Ja, gut, wie soll er sonst von mehr Performance sprechen? Also entweder kommen diese neuen Zombies dann halt auch erst später, das ist jetzt die nächste Alternative. Aber wenn er von mehr Performance spricht, die er zur Verfügung steht und deswegen neue Zombies einbauen, dann kann er nur damit meinen, in Verbindung mit der Unity 5 Engine. Weil mehr Performance kriegen sie ja nicht eben mal so, ne? Gut, das war ja. Also von daher glaube ich da schon dran. Ja, ich bin mir echt gespannt. Also der neue Zombie sieht Hammer aus und wahrscheinlich kommen ja mit diesem Update dann auch ein paar mehr Sachen. Außer nur die neuen Zombies. Ihr habt ja vielleicht die Bilder gesehen von den neuen Bäumen und so weiter. Das sah schon ziemlich cool aus. Warte kurz. Oh, das war jetzt zu viel. Nee, lass mal ruhig da den Sand, den brauche ich. So, ich würde jetzt ungern in dieser Folge wieder an der Burg so lange rumbauen. Ich würde gerne einen Ausflug machen. Und zwar soll ich hier die Erde fallen lassen? Wir tauschen. Ja, machen wir so. Und zwar oben in das Grasland-Biom würde ich gerne gehen. Ja, macht das. Viel Spaß. Ich dachte, wir gehen zusammen. Ne. Nee, mach du mal. Ich habe hier meine neue... Dann mache ich mal einen Ausflug. Meine neue Liebe gefunden, den Garten. Ich habe übrigens ganz viel Holz gehackt das letzte Mal. Ich habe jetzt übrigens gehört, es soll Dünger geben in 7 Days to Die. Okay. Ja, ist doch. Ja, komm, genau. Was denn? Es soll Dünger kommen, wirklich? Ist schon okay. Kann es sein, dass du mit irgendwelchen Leuten, sag mal, korrespondierst, die... Nee. Okay. Mit wem denn? Wollte mir doch glatt jemand erzählen, dass es eine Lotschnur gibt, also... Eine Lotschnur? Was ist denn das? um das Feld gerade zu machen. Ah, ja doch, das kenne ich vom Maler und Lackieren, also vom Tapezieren. Da gibt es auch eine Lotschnur. Genau. Damit du die Tapete gerade hängst. Quasi.
Ich kenne Schlagschnur, kenne ich, so eine Schnur, die mit Farbe bedeckt ist, damit, ja, wenn man die so schnallt. Ja, so weit in der Art. Das genau, das ist ja eine Lotschnur. Komm, echt jetzt? Nee. Ja, wollte mir eh erzählen, ja. Okay, nee, mir nicht. Dann habe ich es probiert und das auch noch in der Aufnahme. War natürlich der heillose Gelächter, sag ich jetzt mal, auch am anderen Ende. Gerade bei Herrn Schröber, der mich dann für doof verkaufte. Ja, der spielt jetzt auch schon eine Zeit lang, ne? Der also, ist, ja, der ist schon eine Weile bei, ja. Kannst du jetzt ja nicht sagen, seit wann? Hast du irgendwo Brass? Hast du nicht, ne? Ich hab Brass. Kannst du mir kommen und dir Brass holen, weil dann habe ich einen Platz auf Tasche frei. Nein. Wofür Tasche habe ich da einen Platz frei? Ich muss leider so laut reden, weil ich gerade bohre. Nee, wir hören dich nicht schlimmer. Also das musst du nicht. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht für untun. Untuch. Oh. Ich habe so viel Shit dabei. Sag mal, wie viele Bullet-Tipps haben wir? Wir haben ja ohne Ende, ne? Ja, Bullet-Tipps ist auch nicht ein Problem mehr. Ja, Brass. Also ich habe 10 Brass habe ich jetzt in der Tasche. In der Tasche? So, uff, der Tasche. Warte, bring ich schnell. Hier, komm mal runter. Was ich gerade versuche, meine Taschen leer zu machen, das ist ein schwieriges Unterfangen. Ihr wisst auch, wie das mental bei mir an mir zerrt. Hier, sammel mal das Brass ein. Los, mach schnell. Sonst ist es weg. Los, mach es. Sofort. Die macht mir Angst, die Frau. Dieser Druck, so kann ich nicht aufnehmen. Ich habe meine Steine einsammeln können. Yes. So. Also wir haben trotzdem definitiv zu wenig Platz in den Kisten. Ja. Ja. Wir brauchen ein Kistensystem, ein gutes. Wir brauchen einen Kistenraum, eine Kistenwand, ein Kistenhaus. Ich habe keinen Platz mehr. Mann, ich muss mal Müll aus meinen Taschen räumen. Ich habe auch noch Iron Ore, das könnte ich ja eigentlich mal zum Feuern bringen, ne? Wenn ich dann wegziehe. Lead Ore, da oben brennt noch Lead Ore, aber da ist kein Brennmaterial drin, fällt mir gerade auf. Warte, ich habe Lead. Warte, okay. Moment, Lead habe ich. In dem Ofen Mitte. Ach so, Lead Ore. Dann hole ich mal ganz kurz die Dings hier. So, jetzt. Aber Lead Ore, wofür brauchst du denn Lead Ore jetzt? Gar nicht. Ich wollte den Ofen anwerfen. Vielleicht nichts daran. Ich wollte den Ofen anwerfen. Ja, das ist doch gut. Was ist denn hier oben drin? Da sind Bullet Casings. Und hier ist Eisen, dann packe ich hier mein Eisen oben drauf. 8 Stück. Läuft. Ist da genügend Brennmaterial drin im Ofen? 6,29, 6,24. Ach, kannst du nochmal die anderen Öfen vielleicht, wenn du jetzt mal schon bei bist? Ja, das habe ich gerade gemacht. Ich habe auf den anderen Gas gegeben. Dann werfe ich auch, dann mache ich oben zu den Bullet Casings, mache ich das Press rein, oder? Das brauchen wir dafür. Absolut. Dann packe ich das Press da oben rein. Sehr gut. Sag mal, wächst. Was? Ja, das geht. Alles gut. Nee, ich habe meine Frage selber beantwortet. Ich brauche euch nicht. So ist gut. Immer Fragen selber beantworten. Ja, nicht erst stören. Genau. Fang ja nicht hier an zu stören. Jo. Jo. Das ist ja nochmal Lead. Das Lead können wir doch hier reinpacken. So, ich hab da... Der Lead nochmal. Der Lead nochmal. Der Lead noch eins. So. Hä? Wo ist das ganze Brennmaterial jetzt hingebackt? Was denn, das Holz? Ja. Das Holz habe ich ausgetauscht. Nee, hier war Kohle drin. Ja. Die Kohle ist jetzt weggepackt. Ach so, okay. Schade. Also das Holz habe ich rausgenommen, habe Kohle reingepackt. Ja, dann packe ich jetzt wieder Holz rein. Na toll. 44, 20, 27. So muss passen, ja. So. Jetzt können wir auch mal ein bisschen was anpflanzen hier. Ich mache das allerdings nicht so wie du mit... Ja, ist mir egal, mach einfach. Cool. Finde ich gut, war die Antwort, die ich brauchte. Mach einfach, fragst mich ja eh nicht. Also. Korrekt. Ja. Meistens. Findest du das jetzt schlimm? Nee, das ist dann nicht. Jeden anderen würde ich töten, du darfst. Haben wir noch so irgendwo Leder? So richtig töten? So richtig töten, so warum richtig Nackenschuss. Warum stehen hier eigentlich so viele Woodframes drumherum? Kann ich die abbauen und daraus was Kannst machen? Kannst du gerne abbauen. Die, ich wollte ja eigentlich... Hat einer von euch keine Eisengitter? Hat einer von euch keinen Wooden Club? Nö, hab ich alles. Warum fragst du? Weil ich alles irgendwie doppelt in den Taschen habe. Letztens bei den Massentod, was da passiert ist... Wahrscheinlich hast du es von irgendjemandem eingesammelt. Naja, da gehe ich von aus. Deswegen nehme ich jetzt den einen Crossbow hier rein. Und was wollte ich noch reinlegen? Den 1 Spike Club. So, und die Gitter packe ich. Nicht übel. Gott, diese Sortiererei hier.
Die kommen hier oben rein. Short Iron. Ich habe auch zwei Äxte. Komm, eine hier oben rein. Dann repariere ich mal die eine Axt. So. Ich habe keinen Platz mehr und hier liegt Eisen. Hilfe! Helf ihr! Kann ich nichts für dich tun. Es tut mir wirklich leid. Ah, nee, mit Termin nicht eingespannt. Wo waren eigentlich die Motorsäge? Also, wo waren die her? Weil die würde ich ganz gerne auch lieber sichern. Wo die her war? Nein, wo ich sie hinpacken könnte. Achso, ich hatte die bei den Waffen und so. Wir müssten eigentlich noch eine Tools-Kiste machen, wo wir jetzt so Äxte und. Ja, die Frage ist sowieso, wie lange können wir überhaupt noch auf dieser Welt spielen, ne? Ja, deswegen sollten wir uns irgendwelche Dämlichkeiten eigentlich auch überlegen. Dämlichkeiten? Ja, hast mich schon verstanden. So wie diesen Sprungturm, den wir damals hatten. Ja, genau. Ach so, verstehe. Vielleicht jetzt schon mal eine Dynamitschnur legen. so ein Sicherheitsding, wenn wir überrannt werden, weißt du? So ein Notfallsystem. Genau. Das wär's. So, ich mache jetzt einen Ausflug. Ich hau mir jetzt einen Wanst voll. Mit was zu essen. Es ist 15 Uhr und du bist immer noch nicht weg, ey. Du bist auch eine Nase. Ja, wir haben ja so lange gebaut da unten. Na klar. Ist halt ein Profi. Wir haben gebaut. Was verlangst du denn? Hey, ist da, höre ich da eine Wertung? Wie geil. Nein. Back Crazy, da, jetzt nur auf dich. Zack. Mia, das ist doof. Nein, natürlich nicht. Weil das eigene Ehemann ist. Ach, die Kettensäge, warte mal, könnte ich ja benutzen und dann kann ich auch mal Holz machen. Ich habe Holz geholt. Also Holz haben wir eigentlich. Wie viel hast du? Fast 4 64er Stacks. Jetzt haben wir drei drin, weil ich den einen zum Brennen brauche. Die Kritik nehmen jetzt, ja, die Kritik. So, ich mache jetzt erst Brennmaterial rein. Wollen wir noch eine gute Tat heute vollbringen? Einen Zombie erlösen. Guck. Oh, hier ist schon wieder. Rennt der jetzt? 1,28, da kann ich ja hier gerade mal. Hast du die Feuer unten hoch Climber? Hä? Die Feuer unten? Nee, habe ich nicht. Soll ich Holz reinlegen? Nee, dann ja, doch, ja. Ja. Was brennt denn hier? Im Keller, verdammt. Brain Alkohol brennt hier noch. Wie viel Zeit brauchst du denn pro? Muss da stehen, keine Ahnung. Nein, da brennt ja nichts, da ist ja nichts drin. Ist wahrscheinlich weggebackt, als wir ausgelockt sind, weil da war nämlich richtig viel drin. Also hier ist auf jeden Fall schon Sprit irgendwie drin, 16 und... Weißt du was? Wir müssen eine Kiste hin. Also als wir zuletzt ausgelockt haben, war so viel Brennmaterial drin, dass der ganze Alkohol fertig kocht. Ich mach dir so eine kleine Secure Storage Chest hier nebendran, da packe ich dir einfach ein bisschen den 16er Stack Holz rein. Cool. Dann so, wir können jetzt die ganzen Zombies im Wasser erschießen. Sind da noch Zombies? Nein, Zombies ins Wasser? Jetzt hier welche kommen. Hast du Zombies ins Wasser gelegt? Nein. Habe ich noch was zu essen, ja. Bacon Eggs. Ein Benderson Stew. Ich muss niesen, es tut mir wirklich leid. Was war denn das? Ich hab genießt. Was für die Frau, die macht immer so Pikachu? Ja. Also Benderson Stew ist echt gut, ey. Das haut hier sofort wieder die Wellness um die Ohren. Hast du noch Jack? Ja, hab ich. Tatsächlich 12 fahr ich hier noch in der Tasche. Ich brauch noch ein bisschen was. Kannst du mir was geben? Ja, achso, ja, selbstverständlich. Wo war denn die Motorsäge? Okay, Heik. Was wir alles haben. Haben wir noch Tabletten? Machen wir mal Hälfte hier. Ja, oder? Das ist gut. Hast du? Ja. Haben wir noch irgendwie Tabletten für den Minjas? Minjas, hast du vielleicht? Nee, er hat es jetzt eingesammelt, ich hab nix. Was denn? Schipperit-Dialit hier. Schipperit. Die Tabletten haben wir keine mehr. Hat einer von euch noch Tabletten? Nur zwei. Ich habe nur Painkiller. Ja, die brauche ich nicht. Ich will meine. Ich habe nur 56er Wellness. Ja, Grain Alkohol hier. Da, sammel ein. Danke. 57 Sekunden läuft noch. Jetzt einen Ausflug machen könnte natürlich spaßig werden, ne? Das ist die Frage, wo du hin willst halt. Ich wollte in dieses noch ein bisschen Mais holen und so, oder? Nee, Mais ist nicht wichtig, ja. Echt? Ja. Da haben wir jetzt genug, da musst du keinen Ausflug machen. Was kann ich jetzt tun? Ich pflanze jetzt also ich habe den Sprit nicht eingesammelt. Wer hat denn den Sprit? Ich hab. Wo bist du unten? Manias.
Du bist eine. Ja gut, dann mache ich jetzt den Ausflug nicht. Fallen. Jawohl. Danke. Du machst jetzt unten den Raum fein, oder? Ja. Ah, da ist hier, hier ist schon ein Durchgang gebaut. Sehr geil. Müssen wir dann nur noch mit, das müssen wir nur noch mit Cobblestone ersetzen. Ah, du hast hier einen richtig geilen hier muss noch hier noch Cobblestone dabei. Na gut, dann baue ich weiter mit aus. Oh, nein, aber wenn du Cobblestone hast, dann könntest du hier unten. Ja, das besorge ich jetzt. Ich darf, ist egal. Habe ich jetzt mein Inventar sortiert. Das ist schon wieder Bugtime hier. Was ist denn? Ja, jetzt ist mir gerade Grain Alkohol weggebuggt hier. Oh nein. Die Zutaten dafür. Ich brauche Wasser. Also ich muss Gras noch besorgen, weißt du was? Das mache ich gleich. Ja, hast recht, Alter. Für heute Abend, ne? Ja, mit mal ein bisschen was. Schieße, ne? So, ja, ja, ich verstehe das schon. Verstehst du? Zombies, ich höre sie. Ups, ich habe mich gerade irgendwie selber gehört. Ah, das ist auch gut. Mit durch den Bohrer. Oh, da oben ist noch die Tür offen. Ja, das ist natürlich jetzt doof. So habe ich die Tür zugemacht. Wo ist die Tür offen? Im Gang? An so einem Durchgang. Ja, das war mein Fehler. Hä? Wo ist denn der hin? Der steht hier unten. 5 dauern 12 Minuten. 12 Minuten sind perfekt. Und hallo. Nile. Guck. Oh, Nile. Das ist ja tot. Ist hin und her gelaufen und gestorben. 5. 1, 2, 3. Ah, guck mal, wenn sie sich bewegen, sterben sie auf den Spitzen. Das ist wirklich sehr praktisch, unser kleiner Burggraben. Wirklich sehr, sehr praktisch. Diese Chest, diese Anfang, die vom Start hier steht. Das ist wahrscheinlich nicht gerade die richtige Werkzeug, um die Kiste wegzumachen. Ah, du hast den Garten ausgebaut. Das gucke ich mir jetzt gleich mal an, wenn ich die Kiste hier weg habe. Machen Sie das. So, das läuft. Wieso geht denn diese Kiste nicht weg? Da will jemand zu mir. Sag mal, wie stabil sind diese Secure Chest? Mit der Axt schlägst du hier stundenlang drauf. Ich sehe auch schon dafür. Ah, jetzt ist er weg, endlich. Dort. Hallo? So, das sieht gut aus. Das sieht cool aus. Und vor allem Matt Mole hat übrigens bei diesen Zombies geschrieben, was mir jetzt gerade noch einfällt. Das ist einer der überarbeiteten Zombies. Die sehen aber, also sieht irgendwie aus, als wären es zwei, ne? Zwei verschiedene? Ja, also für mich. Echt? Ja. So, ich gucke mir jetzt mal ganz kurz deinen Garten an. Wow, das hast du aber gut ausgebaut. Ach, wieso habe ich eigentlich die Kettensäge geholt? Na, ist egal. Holz kann man nie doch haben. Hast du recht. Sieht gut aus hier. Der Mais, wie er wächst. Coole Sache. Dann hole ich mir, glaube ich, hier nochmal Gras. Für den nächsten Tag, wenn ich das. Ich habe hier auch nochmal ein bisschen Gras in der Tasche. Könntest du direkt mal abnehmen. Misch. Hast du ja schon verarbeitet in Plant Fibers. Sehr gut. Dann gucke ich mal. Stickies am Start. Gesundheit. Oh, mein. Oh, der wächst aber. Der ist ja gerade eben gewachsen. Bevor ich weggegangen bin, sah der noch nicht so aus. Hast du noch mehrmals geholt? Ja, ich hab noch ein bisschen was. Echt gut, dass das fällt. Grazie. Kannst ja doch was, nicht wie sein Deputy immer sagt. Naja. Wird schon. Baba. Der ist schon eine Stufe gestiegen, ne? Der ist jetzt eine Stufe gestiegen, ja. Gerade eben musste dir passiert sein. Oh, hier ist nicht. Hier ist noch nicht. Doch. Das Internet ist Neuland für uns. Klang irgendwie so ein bisschen nach dem Merkel eben. Wisst ihr eigentlich, dass Charlie Chaplin bei einem Charlie Chaplin Ähnlichkeitswettbewerb nur den zweiten Platz gemacht hat? Hat er selber mitgemacht? Ja. Ah. Ist das nicht eine interessante Information? Habe ich schon mal gehört, meine ich. Ah, es kann sein, dass ich dir schon mal erzähle. Aber das ist gut, dass wir das hier in einem Livestream auch nochmal erklärt haben. Ja, absolut, absolut. In dem Livestream. Wir machen einen Livestream. Genau. Nee, Minister durch. Minias wollte heute streamen, hat alles nicht so funktioniert, wie es sollte. In seinem Übrigen. Ich sag's ja nur ungern, ja, aber wir sind schon wieder am Ende einer Folge.
Nein. Das ist total negativ. Deiner Grundeinstellung. Wir haben aber hier drei Kreischer, dann lass uns mal ganz schnell die noch wegmachen. Die, die benutzen als. Achso, als Cliffhanger werden wir die Kreischer überleben. Ihr Lieben, die Kreischer sind auf dem Weg nach oben. Oben kommt noch einer, da ist noch einer, um Gottes Willen. Die gehen auf unsere Basis. Lass ihn leben, Jackie. Wir müssen die nutzen, um dann zu kreischen, dass wir Zombies kriegen. Ah, sie kommen auf uns zu. Und dahin kommen noch viel mehr. Hinter uns kommen auch noch. Die kommen alle. Ihr Lieben, werden wir es überleben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns dann nach oben da. Bis zur nächsten Folge von Seven Days to Die. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.